Klasse, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auf meinem Kanal. Wir machen wieder ein Erntevideo. Ihr könnt das ja sehen. Ich bin voll wieder ausgerüstet mit einem Korb. Es sind die Schalotten. Die wollen wir heute ernten. Ja, da sind sie. Die Schalotten. Die wollen wir jetzt rausholen. Ganz genau. Ihr habt sie gerade gesehen. Das sind die Schalotten. Die wollen wir jetzt ernten. Ich brauche nicht diesen Riesenkorb. Habt ihr ja gesehen. Ich hätte auch rein theoretisch diesen Korb hier nehmen können. Aber warum ich den Korb hier nehme, hat einen folgenden Grund. Und zwar bleibt ihr einfach dran, damit ihr wisst, warum, weshalb so ein Korb für die kleine Menge genommen wird. Ja, da seid ihr ja schon wieder, Mensch. Wie sind das? Die Schalotten hier vorne. Die wollen wir auskramen. Da ist mein Körbchen. Und zwar nehmen wir uns hier die Schalotten hier einfach und holen die einfach raus. Knuspern irgendwie die Erde ein bisschen weg. Kommen dann rein hier in den Korb. Und auch die nächste gleich. Löst sich schon ganz leicht. Einige sitzen natürlich auch ein bisschen tiefer. Aber das ist gar kein Problem. Die kriegen wir so raus. Und ihr könnt ja auch sehen, dass das Grün sich hier komplett eingezogen hat. Das ist perfekt. Genauso wollen wir sie haben, damit sie nachher schön lange lagerfähig sind. Ich kram die jetzt alle raus hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich noch nach dem Video und gucken uns einfach mal an, was dabei rausgekommen ist. Ja, und das ist sie, die Schalottenernte Ghost Island 2018. Es sind ein paar größere natürlich auch dabei hier, so ein Exemplar, das geht bei den meisten wahrscheinlich schon als Zwiebel durch. Na, ihr wisst ja, kommt selten allein, die Zwiebel kommt selten allein. Und da haben wir zwei so schöne Dinger. Wir haben auch mehrere hier drinne. Was ich euch aber nochmal eigentlich erzählen wollte, ist hier, oder vielmehr zeigen wollte, das ist wahrscheinlich hier sowas hier. Also eine Zwiebel kommt selten allein. Das ist eine schöne Schalotte, eine Horstzwiebel, bei den meisten auch bekannt als Heckzwiebel. Ist eine sehr schöne Sache. Immer eine runde Sache hier auf Ghost Island. Jahr für Jahr eine schöne Schalotte. Kann man nichts gegen sagen. Auch hier wieder wunderprächtig. Ist halt eine Schalotte. Und das Ganze wird jetzt getrocknet. Und zwar so bei den derzeitigen Temperaturen so 1 bis 3 Tage, in der Regel aber so 2 bis 4 Tage. Bisschen schattig im Schuppen. Wir machen das im Treibhaus einmal schnell und deswegen auch den Korb hier, den Erntekorb hier, das Kistchen. Und dann kann man das einfach einmal schnell bewegen und durchmachen, damit das von jeder Seite ein bisschen antrocknet. Liegt auch nicht auf dem Boden direkt. Alles luftig hier. Könnt ihr sehen. Ja. Ich werde das drüben hinstellen. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal an. Das wird hier einfach hingelegt. Ins Treibhaus. Zum Trocknen. Die liegen jetzt hier im Treibhaus. Ich mache die natürlich alle noch ein bisschen auseinander, damit das alles besser belüftet werden kann. Und ich habe den großen Korb hier gewählt, damit man das nachher einfach so ein bisschen bewegen nachher kann, damit das nicht gammelt. So viel dazu. Ja, das ist sie gewesen, die Schalottenernte 2018 hier auf Ghost Island. Und
die Schalotten, die liegen jetzt hinten im Tunnel zum Trocknen. Wir binden sie nicht, wir knoten sie nicht und wir binden auch keine Zöpfe da raus und hängen uns hier nicht an den anderen dran oder keine Ahnung was und wo überhaupt. Wir trocknen die einfach, wir legen die alle ein bisschen weiter auseinander, damit sie alle schön trocknen können. Wenden das Ganze, bewegen das einmal, lassen das nochmal genauso lange trocknen. Bei solch schönen Temperaturen dauert das maximal 2 Tage und dann kommen die ab in so eine Kiste, wie ihr gerade eben schon gesehen habt. Unten drunter kommt eine Zeitung, dann kommen die Schalotten rein, oben drüber kommt nochmal Zeitung und dann kommt das ab in den Keller und da kann man sich den ganzen Winter drüber freuen und sogar im Frühjahr, wenn man südlich bleibt, die ganzen Schalotten nochmal stecken. Also, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr soweit zugeschaut habt und bedanke mich dafür, dass ihr den Kanal abonniert habt oder wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Die Zwiebeln stehen aus, die Bohnen stehen aus, der Kürbis, ach, ich will gar nicht spoilern. Da ist so viel jetzt die letzten Tage, was irgendwie ansteht. Ich komme da kaum hinterher. Ich mache das aber mit euch zusammen. Ihr seid dabei. Also gebt mir noch einfach einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut doch wieder rein, wenn es wieder heißt, der Dog erntet hier auf Dog's Island.